Günstige Diablo 2 Resurrected Items gibt es bei aoeah.com. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Checkt den Link in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für einen D2R Charakter Guide. Und zwar bauen wir heute einen Amok-Barbaren. Es soll mehr als nur ein Pitzerker sein. Wir wollen damit auch Travinkal und viele weitere Spots farmen. Und passend zum baldigen Lederstart fangen wir mit einem sehr günstigen Bild an, den man schnell zusammenbekommt, der aber dennoch voll einsatzfähig ist und sogar ein bisschen Magic Find mitbringt. Auf geht's! Bei den Statuspunkten nehmen wir genügend Stärke für die Ausrüstung mit, Geschick bis zur maximalen Blockrate, das gibt uns auch gut Angriffswert und schließlich kommt der Rest in Vitalität. Je nach Equipment braucht man vielleicht auch etwas weniger Stärke als mein Barbar hier, und man könnte auch ein paar weniger Geschickpunkte setzen, um mehr Max-Life zu bekommen. Mein Budget-Bild kommt aber auf etwa 2500 Lebenspunkte mit Kriegsschrei. Den Endgame-Bild kann man je nach Geschmack auf 3500 bis 4000 Leben abstimmen. Im Skilltree kommen natürlich 20 Punkte in Amok. Außerdem kann ein Punkt in Sprung nicht schaden. Nur für alle Fälle. Bei den Beherrschungen skillen wir unseren Waffentyp aus. In diesem Beispiel Axt oder Schwert. Die unteren Passiv-Skills bekommen je einen Punkt. In natürlicher Widerstand können wir aber auch noch mehr investieren. Bei den Kriegsschreien kommen dann noch je 20 in Heulen und Kampfbefehle und jeweils einen Punkt in Kampfaufruf und Gegenstand finden. Insgesamt sieht der Skilltree so aus. Hier seht ihr die Breakpoints des Barbaren. Zauberratte ist vor allem im Endgame interessant, wenn man teleportiert und mit Gegenstand finden auch die Leichen schnell looten will. Ein bisschen Treffererholung schadet auch nie und da wir mit Blockrate spielen, kann uns auch Blockgeschwindigkeit helfen. Am wichtigsten ist zu Beginn jedoch die Angriffsgeschwindigkeit. Für Kolossklinge und Berserkeraxt habe ich die Breakpoints hier einmal notiert. Im Endgame wollen wir auf 2,5 Angriffe pro Sekunde kommen, dafür brauchen wir 90 bzw. 75 IAs. Im Early Game können wir uns auch mit einem oder gar zwei Breakpoints darunter begnügen. Dann brauchen wir natürlich eine Ausrüstung, die unseren Anforderungen gerecht wird. Im Budgetbereich kommen drei Waffen in Frage. Ehre ist anfangs echt stark, Todesschlag, Angriffswert, plus 1 zu Skills und auch Mana nach Kill ist praktisch, da Leechen bei Amok nicht funktioniert. Leider hat die Waffe jedoch kein IAS. Königsmord ist etwas teurer, aber hat dafür Angriffsgeschwindigkeit, vernichtender Schlag und mehr Schaden. Das relativ neue Runenwort Unbändiger Wille ist auch sehr stark, das bringt sogar plus 3 zu Kampffertigkeiten mit. Die Rüstung ist Schaftstopper wegen den 30% Schadensreduktion. Alternativ kann man aber auch Verrat nutzen, hier sind die 45 IAs natürlich sehr nice. Doch Verblassen muss erstmal triggern, was gerade bei kurzen Runs zu aufwendig ist. Außerdem gibt Level 15 nur 15% reduzierten Schaden, Schaftstopper hat doppelt so viel, deshalb bevorzuge ich sie hier. Ein super Schild für das Early Game ist Mosas Kreis, es hat gute Blockeigenschaften und auch Resistenzen. Hier sockeln wir eine Shael-Rune rein, damit steigen wir in der Blockgeschwindigkeit um einen Breakpoint und dazu einen perfekten Diamanten. Dann habe ich hier drei Teile aus dem IK-Set. Der Helm gibt Magic Find, die Sockelfassungen kann man für weiteres Magic Find und oder für weiteres IAS nutzen. Ich habe einen Topaz und einen Juwel versockelt, weil das in diesem Setup gut passt. Die Handschuhe geben dank Setbonus auch 25% Angriffsgeschwindigkeit und die Schuhe Laufgeschwindigkeit, Kampffertigkeiten und Magic Find. Der Gurt ist eine Ohrenkette wegen den 15% reduzierten Schaden. Dazu kommen dann ein Rabenfrost, um nicht einzufrieren, ein Nagelring für weitere bis zu 30 Magic Find und als Amulett ist anfangs Sarazenenglück nicht verkehrt. In die Wechselhand kommen Kriegsschreispieße. Wir sollten außerdem einen Söldner mitnehmen und da wir ja nicht leechen können, ist ein Wüstenkämpfer mit Gebet und Einsicht eine gute Wahl. Mit leerem Inventar sehen die Stats so aus. 4000 Schaden bei 2500 Leben, maximale Blockrate und stolze 13.000 Angriffswert. Die Resistenzen sind alle bei 70%, die bekommt man also schon mit 1-2 Charms maximiert. Außerdem haben wir schon 119% Magic Find, mit einem Geat sind wir schon locker bei 150 und mit weiteren Charms auch schnell bei 200% Magic Find. Die ersten 100 bis 200% Magic Find wirken ja am stärksten, deshalb ist es echt praktisch, dass wir die quasi schon im Sack haben.
Dazu 45% reduzierter Schaden. Das ist wichtig, weil wir ja bei Amok keinen Verteidigungswert haben. Es kommen also alle Treffer der Monster an, es sei denn wir blocken sie. Mit 62% Angriffsgeschwindigkeit kommt der Build auch auf 11 Frames. Wenn wir budgettechnisch schon etwas weitergehen, empfehle ich Sturmschild, High Lords sowie Rüstung und Gurt vom IK-Set. Den Sturmschild werden wir auch im Endgame nutzen. Mit 35% reduzierter Schaden, guten Blockqualitäten und Resis ist er die beste Wahl. Hier sockeln wir Angriffsgeschwindigkeit rein. Der IK-Gurt gibt außerdem auch nochmal 20% reduzierten Schaden dazu und ebenso wie die Rüstung gut Resistenzen. Mit dem Highlords und den weiteren 15% Angriffsgeschwindigkeit im Schild bekommen wir dann auch easy unseren Breakpoint bei 10 Frames, also 2,5 Angriffe pro Sekunde. Mit diesen Veränderungen kommen wir auf 4500 Schaden und fast 17000 Angriffswert, bei leerem Inventar. Dafür büßen wir aber auch ein paar Lebenspunkte ein und die Widerstände verlagern sich etwas. Man braucht also etwas andere Charms. Außerdem haben wir nun volle 50% reduzierten Schaden und die Angriffsgeschwindigkeit ist auch eine Stufe höher. Im Late Game kommen dann natürlich Torch und Annie dazu und die ganzen anderen üblichen Verdächtigen. Starke Waffen sind natürlich Grief oder auch Beast. Dazu Enigma oder Forti als Rüstung, je nachdem ob man teleporten oder laufen und dafür mehr Schaden machen möchte. Außerdem trägt man dann dazu einen Verdungos und Kriegsreisender. Und je nachdem ob man Schaden oder Magic Find pushen will, Stahlhäcksler oder Wächtertreu. In die Wechselhand kommt zweimal Herz der Eiche, so haben wir auch Zauberrate zum Teleportieren und Leichen umdrehen. Den Söldner kann man natürlich auch noch aufmotzen. Den Inventar kann man mit Skillern und oder Damage MF Charms füllen. Hier könnt ihr zur letzten Variante auch nochmal die Stats sehen. Am Ende des Videos seht ihr die drei Varianten noch einmal im Direktvergleich. Erst aber noch ein paar Worte zur Spielweise und ein paar Farm-Empfehlungen fürs Early Game. Das Gameplay ist sehr simpel. Wir wollen uns hauptsächlich um Elite- und Super-Unique-Monster kümmern. Heulen ist hier hilfreich, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Die Leichen werden anschließend auch noch geplündert. Bei allen Super-Unique-Monstern, die einen eigenen speziellen Skin haben, funktioniert das jedoch nicht. Nun zu den Spots. In Akt 1 ist die Grube ein sehr beliebter und recht sicherer Farmort. Dort fühlt sich der Pitzirker rundum wohl und es ist auch eine Level 85 Area. Den Turm kann man aber natürlich ebenso farmen oder auch Andariel. Ein Geheimtipp, Wegpunkt Inneres Kloster und dann kurz die Kathedrale aufräumen. In Akt 2 kann man den Palastkeller sehr easy farmen, die Karte ist kompakt und das Layout immer das gleiche. Am Ende wartet auch ein Super Unique Monster. Die geheime Zuflucht ist erst mit Teleport richtig gut farmbar, aber notfalls geht das auch ohne. In Akt 3 gibt es auch ein paar richtig tolle Spots. Erster Wegpunkt und dann rein in die Spinnenmonstergruft. Kompakte Map direkt am Wegpunkt, eine Handvoll Elite-Packs und sogar Level 85 Area. Kurast ist dank Superchests aber auch ein brauchbarer Farmort. Wer mein Video dazu gesehen hat, weiß, dass es nicht nur in Unterkurast, sondern auch in den anderen beiden Gebieten Superkisten gibt. Das Video ist unten auch nochmal verlinkt. Dravinkal ist natürlich auch eine super Anlaufstelle und die bekommt man sogar schon mit dem Low-Build ganz gut gefarmt. In Akt 5 hätten wir dann auf jeden Fall die beiden Monster am ersten Wegpunkt, auch wenn sich leider nur eines doppelt looten lässt. Wer die Ambition hat, kann auch noch weiter hochlaufen,
und sich die ganzen Super Unix bis Dreschzocker holen. Es geht ja immer nur nach oben und über Hindernisse kann man easy hinwegspringen. Pindel geht auch, aber ist etwas gefährlicher. Zu guter Letzt ist aber auch Nilatak ein durchaus attraktives Farmziel. Wenn man die ganzen Mobs mit Heulen verscheucht, kommt man auch direkt an ihn ran und muss keine Kadaverexplosionen befürchten. Ihr seht, der Zerker ist ein sehr nützlicher Farmcharakter fürs Early Game. Außerdem kann er auch die Leichen looten und Magic Find bekommen wir auch leicht untergebracht. Zum Abschluss seht ihr noch einen Direktvergleich der drei Setups in Travinkal und im Eishochland. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Bild, macht es gut und möge der Loot mit euch sein.